Servus, ich bin der Andi und heute gravieren wir so ein Brett. Das sind die Sachen, die wir benötigen. Als allererstes richte ich mir mein Werkzeug. Dazu stecke ich eine 1/8 Zoll Spannzange in die Überwurfmutter und richte schon mein Werkzeug. Die 2 M8er Schrauben dienen als Anschlag und sorgen dafür, dass das Brett parallel zur Maschinenachse liegt. Mit der Dichtschnur kann ich auf meinem Raster-Vakuumtisch meine Vakuumzone entsprechend anpassen. Noch nicht ganz perfekt, deswegen wird es angepasst. Ich habe die Mitte der Schale ausgemessen und mit einem kleinen Kreuz versehen. Als nächstes folgt die Folie. Bei der Folie handelt es sich um Ora Mask 813. Das hat mir mein Kumpel Mike von Wooden Science empfohlen und ich muss sagen, die Folie ist echt top. Dankeschön dafür. Kommen wir zur Maschine. Mit meinem neuen Spielzeug, meinem Handrad, lässt sich die Maschine hervorragend steuern. Mit der Taste Move Park fährt die Maschine auf eine definierte Parkposition, wo ich das Werkzeug ganz gemütlich einsetzen kann. Es kommt nur ein Werkzeug zum Einsatz, deswegen ist das Vermessen der Werkzeuglänge hier eigentlich unnötig. Aber ich habe mir das so angewöhnt, deswegen mache ich das immer so. Und jetzt wollen wir noch den Nullpunkt von X und Y bestimmen. Ich fange mit der Y-Achse an. Ich halte die Minus-Taste gedrückt und kann so die Achse im Eingang verfahren. Das gleiche mache ich mit der X- und Z-Achse. Die Z-Achse positioniere ich etwa 1 mm über der Markierung. Die Taste 0,01 mm habe ich umprogrammiert auf 0,2 mm. Das erleichtert mir einfach die Handhabung. Nachdem X und Y bestimmt wurde, fahre ich mit dem Fräser etwa mittig über die Zeichnung und setze meinen Werkzeuglängensensor drunter und vermesse natürlich das Ganze. X, Y und Z wurden definiert, also kann es jetzt losgehen. Die Maschine ist fertig, nur wird mit einer Nylonbürste noch kleine Späne aus der Gravur entfernt. Es folgt das Versiegeln der Gravur mittels ganz normalem Klarlack. Ja, und da ich schon dabei bin, dachte ich, ich mache meine zweite Bestellung gleich mit fertig. Der Klarlack ist getrocknet, nun folgt die Farbe. Das Tolle ist, man braucht überhaupt keine Mühe zu geben. Man muss einfach nur aufpassen, dass man innerhalb der Folie bleibt. Der große Moment, die Folie kann abgezogen werden. Die Folie selbst hat gefühlt einen sehr hohen Kunststoffanteil, deswegen reißt die ganz gerne. Aber für das Fräsen ist es natürlich genau das, was wir haben wollen.
die Kontur, die ist wirklich super scharf geworden. Bis auf die kleine Macke da unten bin ich sehr zufrieden. Ist wirklich sehr schön geworden und kann sich echt sehen lassen. Okay, machen wir jetzt weiter mit dem Fusion-Teil. Wie immer starten wir natürlich mit einer Skizze. Die Schale habe ich so fertig gekauft, also das habe ich nicht selbst gemacht und muss es nur ausmessen und übertragen. Nachdem ich das gemacht habe, habe ich das Ganze extrudiert, entsprechend extrudiert, also ausgemessen und wieder extrudiert. Und dann war die Schale schon fertig. Man hätte jetzt auch die Kanten hier schön abrunden können, aber das braucht man nicht und war schon alles unnötig kompliziert machen. Als nächstes habe ich diese Fläche hier ausgewählt und gesagt, neue Skizze. Das ist hier die zweite Skizze. Und jetzt wollte ich euch was zeigen. Also man kann ja schon diesen Wollknäuel sehen. Den habe ich tatsächlich auf Etsy so fertig gekauft. Für ganz kleines Geld. Und als DXF oder SVG, weiß ich jetzt gar nicht mehr, eins von den beiden importiert. Ich muss zugeben, diese Vektordateien auf Etsy, die sind wirklich gut und sehr preiswert. Also kann ich echt nur empfehlen. Zu den Schriften. Ich habe mit den Schriften ein echtes Problem gehabt. Nämlich, ich kann es ja hier mal zeigen. Wir geben jetzt hier was ein. Und sagen, wir wollen das extrudieren. Also eigentlich so, wie wir es immer machen. Dann sage ich hier so 2 mm. Jetzt gibt es Schriftarten, bei denen man eine Fehlermeldung bekommt. Also die kann man überhaupt nicht extrudieren. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Ob das ein Bug ist von Fusion. Es geht einfach nicht. Und manchmal sieht es so aus. Man kann sehen, hier irgendwie ist hier so eine künstliche Fläche entstanden, die wir gar nicht wollen. Und auch hier bei dem S ist es irgendwie nicht richtig extrudiert worden. Deswegen, das hat mir einer auf Facebook, da bin ich in so einer Fusion-Gruppe, hat mir gezeigt, wie das geht. Rechte Maustaste und dann Explosionsansicht der Zeichenfolge erstellen. Und wenn man das macht, dann tut er uns einfach diese Zeichnung so darstellen. Und die, das kann man ja auch hier schon sehen, kann man schön anklicken und entsprechend extrudieren. Extrudieren, wie man es braucht. Also ein tolles Feature. Ich kannte das ehrlich gesagt gar nicht. Und wieder was dazugelernt. Okay, nachdem ich das gemacht habe, also nachdem man hier diese die grüne Schrift, so wie man die grüne Schrift gesehen hat, konnte man die schön anklicken und extrudieren. Dasselbe habe ich auch mit diesem Wollknäuel gemacht. Nur ein bisschen angepasst, mal hier so einen Steg weggemacht und noch so eine kleine Fläche weggenommen, damit es einfach ein bisschen besser aussieht. Und auch später, ich nenne es mal fräsbar ist. Die Nadel hier zum Beispiel, da ging noch so ein ganzes Stück rein. Und nur wäre dann die Wand hier so spitz zulaufend, dass ich gesagt habe, die könnten mir wegplatzen beim Fräsen. Und deswegen habe ich es weggenommen. Okay. Das war tatsächlich schon die ganze Konstruktion. Jetzt gehen wir in die Fertigung. Die Fertigung. Wie immer ein Setup. Kann man hier schon so Warnungen sehen. Das liegt einfach daran. Ich war ein bisschen faul, muss ich zugeben. Mein Nullpunkt ist ja XY genau in der Mitte und Z ist nicht hier auf der Oberkante der Schale, sondern auf der Fläche, wo wir später was fräsen wollen. Denn genau da kommt mein Werkzeuglängensensor hin. Hat man ja in dem Video schon gesehen. Jetzt bin ich einfach hingegangen, habe einfach gesagt, Quader mit fester Größe und sage 10 mm. Jetzt stört ihn das so ein bisschen, weil diese Wand hier 22 mm hoch ist. Ah, kann man hier unten sehen. Ich mir aber sage, das Rohteil ist nur 10. Und das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Wie kann man ein Modell, das 22 mm hoch ist, ein Rohteil haben, das nur 10 ist? Das stört ihn so ein bisschen, das mag er nicht. Aber es funktioniert trotzdem. Also ich habe mit meinem Nullpunkt so ein bisschen, ja, ein bisschen getrickst. Nicht weiter tragisch, funktioniert ganz gut. Und jetzt kommen wir schon gleich zur ersten Operation. Eine schlichte Tasche. Ich benutze ein Werkzeug, das zeige ich gerade mal, wie das, ich nenne es mal überspitzt aussieht. Es ist zwar ein Klavierstichel, hat aber unten so eine flache Seite. Also das heißt, es ist ein bisschen so ein Mix aus Schaft und Klavierstichel. Ich persönlich bin echt ein Fan geworden von diesen Werkzeugen.
Tatsächlich kosten die gar nichts. Ich bestelle die auf eBay für ganz, ganz kleines Geld. Und also wirklich toll. Die nehmen so ein bisschen was ab. Ich muss kein Schafsfräser sein machen. Und gerade für bei dem Wort Elsa müsste ich einen Schafsfräser verwenden, der, keine Ahnung, 1 Millimeter, 0,8 oder sowas ist. Und dann müsste ich sehr langsam mit Material fahren, damit er mir nicht kaputt geht. Warum? Das mit diesem Klavierstichel, wo unten flach ist, finde ich einfach toll gelöst. Also wie gesagt, überspitzt sieht das jetzt so aus. Kann ich echt nur empfehlen. Ich verlinke es mal unten, was für ein Klavierstichel das ist. Okay. Wie gesagt, die erste Operation. Eine Tasche. Hier kann man mein Werkzeug sehen. Das ist ein 1/8 Zoll. Hat einen 45 Grad Winkel. Beziehungsweise 22,5, die eine Flanke. Und ich zeige es gerade mal. Hat hier, also diese flache Seite unten, hat einen Durchmesser von 0,3 mm. Das ist natürlich nicht viel. Langt aber bei so kleinen Gravuren aus, um einfach diese Tasche auszufüllen. Ich zeige gleich, mache ich später. Ja, hier könnt ihr die ganzen Daten entnehmen. Als Geometrie wähle ich natürlich die Fläche unten aus. Bei den Endhöhen mache ich nichts, denn das ist ja schon die fertige Tasche. Und bei den Durchgängen sage ich Rohteilaufmaß. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Im Augenblick funktioniert ja mein Klavierstichel als Schaftfräser, nicht als Klavierstichel. Das heißt, ich muss mir so ein bisschen Fleisch lassen, damit man später noch gravieren kann. Das machen wir jetzt in der Excel-Liste. Ich habe einen 22,5 Grad Klavierstichel. Sage, ich will keinen axialen Versatz. Also das ist genau mein Wert. Die Wandhöhe 1,6 stimmt. Und jetzt sagt die Excel-Liste, du musst von der Wand 0,663 mm wegbleiben. Und das steht genau hier. Also bleibe ich genau das von der Wand weg, damit noch ein bisschen Material übrig bleibt. Man sieht auch gleich, wieso ich das so gemacht habe. Einen Ausfahrt habe ich deaktiviert und sage, er darf direkt eintauchen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Und das sieht dann so aus. Ich lösche gerade mal die Operation, damit man sieht, wie das aussehen würde, wenn man nur gravieren würde. Nämlich genau so. Man kann sehen, da bleibt hier so ein Berg einfach stehen, den wir nicht haben wollen. Denn wir wollen hier unten so eine richtig schöne Fläche haben. Ja, ich versuche es ein bisschen besser darzustellen. Naja, okay. Aber übrigens, hier kann man auch so ein bisschen die flache Seite sehen. Okay, gehen wir jetzt zurück. Also, so sieht die Tasche aus. So sieht es graviert aus. Ich sag mal, die Gravierfunktionen, die kennen wahrscheinlich schon viele. Das Tolle ist ja, dass man mit dieser K-Funktion wirklich versucht, in die Ecke reinzukommen, so weit wie es geht. Und die Steuerung hebt ja auch den Fräser an, um noch weiter in die Ecke reinzukommen. Die meisten kennen es schon, wird ja auch oft verwendet. Und das Ergebnis sieht einfach toll aus. Ja, wie gesagt, hier die Gravierfunktion, das gleiche Werkzeug. Als Kontur, als Geometrie habe ich die Kontur oben ausgewählt. Als Endhöhe sage ich Rohteiloberkante, also von Rohteiloberkante bis Rohteiloberkante minus 1,6. Ich meine, man hätte auch einfach die Kontur unten auswählen können. Ja, ansonsten habe ich nichts verändert. Und so sieht es dann aus. Diese Funktion hier habe ich einfach dupliziert und auch da entsprechend die Konturen ausgewählt. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht zeigen. Eine Besonderheit wollte ich noch zu dem Werkzeug sagen oder zeigen. Diese flache Seite da unten, so toll die auch ist, die ist natürlich ein bisschen nachteilig, denn wer die Spitze richtig spitz, würde natürlich hier viel weiter reinkommen. Manchmal ist es nachteilig, zum Beispiel hier bei diesem Logo zum Beispiel. Na
Hallo, warum zeigt er mir keine Voransicht? Ah, jetzt. Das Logo sieht an sich schon so ganz gut aus. Das Werkzeug kommt hier auch schön rein, kann hier die ganze Kontur schön ausfräsen. Nur bei dem Namen. Da ist diese Spitze da unten ein bisschen nachteilig, weil er sagt, die flache Seite ist so flach, dass ich hier überhaupt nichts reinkomme. Und da trickse ich einfach ein bisschen. Da sage ich, wenn ich merke, dass er nicht ganz reinkommt, bei der Endhöhe von minus 0,5 bis minus 1,5. Das heißt, mit diesem Trick, nenne ich es jetzt mal, lasse ich ihn einfach noch ein ganzes Stück tiefer eintauchen. Kann man natürlich nicht Open-End machen, weil irgendwann berühren sich schon die Buchstaben. Kann man hier schon fast sehen. Aber ja, so helfe ich mir. Und das Tolle ist natürlich, man spart sich einen Werkzeugwechsel und holt, sage ich mal, das Beste raus aus beiden Systemen, nämlich Schaftfräser und Gravierstichel. Ja, wir sind schon am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch in die Kommentare, was euch gefallen hat oder vielleicht gibt es auch was zu verbessern. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.